Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider oder Laras kleines Adventure. Und wir waren jetzt. Geht noch. Naja, größtenteils. Bah. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Ja, wir waren letztes Mal ja hier. Aber jetzt erstmal schauen wir uns das an, bevor wir. Karte aktualisiert. Wir waren letztes Mal an dem grünen Tor und da habe ich ausgemacht gehabt. Und jetzt gehen wir weiter. Sie sind uralt. Was haben Sie hier gefunden? Okay. Wie war das Ur. Was ist uralt? Dann gehen wir mal runter, ne? Alles bugfrei gerade. Okay, und ja, ich frage mich ehrlich gerade, was haben die denn hier gefunden? Oder was hat sie denn gemeint eben gerade? Die Frage ist, wo gehen wir als. Oh, da leuchtet was, da gehen wir hin. So. Hier war doch irgendwas. Da! Ein Premium-Plakat. Na. Sag schon. Ein Premium-Lederdingens und so. Ich glaube, hier geht's weiter. Boah, die Klamotten müssen echt komplett durchgeweicht sein. Das ist voll. War das so eine schlaue Idee? Hä? Okay. Ah, okay. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen, ne? Da musste ich gerade mal was nachgucken. Aber jetzt geht's weiter. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir lang? Das war ja irgendwie klar, oder? Was für ein Einstieg. Okay, da geht's weiter und da unten. Ach, klettern wir erstmal hier hoch. Ich weiß ja gar nicht, wo wir lang müssen. Hier kamen wir her, ne, glaube ich. Ja, hier kamen wir her. Okay, ich glaube, da kommen wir aber lang erst noch. Also mir ist jetzt auf jeden Fall nicht aufgefallen, dass ich irgendwie da lang könnte. Da müssen wir tatsächlich da lang, ne? Aber hier... Ach nee, da kamen wir ja her. Entschuldigung. Die geht auch einfach...
immer tiefer hier in die Höhle, ne? Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Hey. Okay, Artefakte da, Artefakte dort. Es ist halt die... Oh. Boah, Junge, Junge, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Okay, es ist halt die Frage, wo, wie kommen wir da lang, ne? Und überhaupt. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Hm, die Insignien kenne ich nicht. Na, vielleicht ist hier noch irgendwas. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Du willst jetzt saufen oder was, Lara? Okay, das bringt leider nichts. Das sind, wir haben nämlich genug schon. Ah ja, klar. Die Frage ist, wie kommen wir hier weiter? So schon mal nicht. Da muss ja irgendwas geben. Warten wir mal gerade mal ab, bis es aufgehört hat zu brennen und dann springen wir durch! Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Ach du Schande. Das waren die Flaschen da hinten, okay. Ah, was ist das denn hier? Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Okay, das hört sich ja immer... Provisorische Waffen. ...mysteriöser an. Was ist das denn? Karte aktualisiert. Okay, da kam ich her, da will ich runter. Ich glaube, die Luft hier drin ist nicht so doll, ne? Ah. Warum brennt hier eigentlich ein Feuer? Aber ich nehme es mit, sagen wir es mal so, ne? So, dann haben wir noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Und ich war, glaube ich, letztes Mal beim Überleben dabei. Aber wir sollten vielleicht wieder in den Kampf nochmal reingehen. Wobei, das geht eigentlich schnell genug. Feldsanitäter, verbinden Sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit dem schneller heilen Fähigkeit. Okay. Erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitliche perfekt abgepasste Drücke von F. Na gut. Oh, das ist cool. Die Landung nach Sprüngen und Stürzen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Das ist auch nicht schlecht. Dann machen wir das hier. Komm, machen wir das hier. Das sieht gut aus. Inventar verfügbar. Was haben wir? Jetzt können wir den bauen. Achso, das können wir nicht bauen. Das können wir nicht bauen.
Waffen-Upgrades. Mal gucken, ob wir hier noch was machen können. Nee, derzeit nicht. Voraussetzung Fertigungswerkzeug. Okay, haben wir noch nicht. Schusssequenz. Und das Gewehr. Ach, stimmt, wir haben ja ein Gewehr. Hm, Präzision. Schaden. Schussfrequenz. Munitionskapazität. Da brauchen wir das hier mal und das. Okay, alles klar, dann haben wir das auch schon. Ja gut, aber sonst haben wir eigentlich ja nichts mehr, ne, was uns wirklich gerade interessiert. Okay, dann laufen wir weiter, ne? Wow! Gucken wir mal, ob wir das mal so hinbekommen. Nicht gut. Zu viel Wasser. Ah, da oben ist schon wieder so ein Ding hier. Eieiei. Na gut. Oh, da ist noch viel mehr. Viel mehr Yalkohol. Okay, perfekt. Aber wir müssen irgendwie... Oh, das war Wasser abstellen. Aber wir können erstmal hier. Checken wir erstmal hier. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Junge, Junge, Junge. Aber das können wir jetzt nicht einsetzen oder so, ne? Da oben ist was. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ah, guck mal, da geht's weiter mit dem Text. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Ah, da zwingen sie sich einfach dazu. Tja, die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Und ich denke mal, es hilft erstmal nichts. Wir müssen... Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Echt? Oh. Lara, nicht fallen. Aber wie sollen die das denn bitte stoppen? Ach so. Ja, da... Okay, dann müssen wir... Die Frage ist aber nur, wie geht das? Okay, aber jetzt sind die Wege sind ja weg jetzt, ne? Also ja, diese Gondeln.
muss einen anderen Wagen frei bekommen. Die Frage ist nur, wie? Wie komme ich darüber? Ah! Ich komme mir manchmal vor wie bei Prince of Persia. Wenn jemand das Spiel kennt, so für die PlayStation, wo man dann so rumspringen musste, dann ist es genauso ähnlich mit diesen komischen Stäbchen da. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Nee, das hilft nichts. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Auf jeden Fall muss ich hier. Ach, guck mal, hier unten geht's weiter. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja. Ich hab's ja verstanden. Einen anderen Wagen frei bekommen. Sag mal. Hängst du irgendwie? Nee, da bin ich drin. Ich weiß ja gerade nicht, was die Lara für ein Problem hat, aber. Ich muss ja erstmal einen Weg finden hier. Ah, schau an. Und jetzt, warte. Jetzt kann ich bestimmt. Ja, so wird's gemacht. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Voll der Hintern hier im Gesicht, ey. Okay, dann. Ah ne, wir müssen hier runter. Geschafft. Läuft doch. So. Warten wir nochmal kurz und los! Erstmal hier das Erz aufnehmen. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ja, sieht ja noch aus. Aber was ich nicht verstehe, wieso leuchtet das alles noch? Warum? Also gut, hier der Strom ist ja insgesamt verteilt. Aber. Offenbar haben sie das Ding herausgezerrt. Ne? Also, ist ein bisschen merkwürdig. So kleine Sachen, die so mobil betrieben worden sind, die leuchten ja trotzdem. Na gut, schauen wir mal. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Ja, anscheinend wird das ja gleich nötig sein. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Naja, bestimmt. War hier nicht noch irgendwas? So, jetzt gucken wir nochmal schnell hier nach. Ach so. Nee, das geht nicht. Schade eigentlich. Das wäre witzig gewesen. Da war doch was. Habe ich doch richtig geschaut. Oder richtig gesehen.
Gut, dann weiter geht's. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. So, wollen wir mal schauen, wo es hier lang geht, ne? Wie hier diese... Ja, sieht so käsig aus, die Wand, ne? Und ja, ich denke mal fast, dass es... Also ehrlich gesagt, solche Wände sehen schon echt äußerst merkwürdig aus. Okay, weiter geht's. So, 17... Nee, was erzähl ich denn? So. Ah ja, hier kamen wir also an. Ja gut. Ja, haben wir immer noch genug. Verdammt. Tja, das war jetzt im Grunde genommen die Katakombe. Interessant. Aber... Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht, ne? Oder täusche ich mich da jetzt etwa? Na? Komm, geh aus dem Wasser, Lara. Du hast genug gebadet. So. Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Ach, guck mal da. Nee. So. Warte, ich glaube, davon kann man nie genug haben. Das ist wie schon. Nee, hier ist alles in Ordnung. Alles tutto completi. Hat das mal diese Kisten, meinte sie so quasi als, als Ersatz. So, so wird ja. Die Frage ist nur. Wo gehen wir als nächstes hin? Ach, da. Da erstmal da hoch. Okay. Puh. Na gut. Da oben kann ich noch hin, glaube ich, ne? Wow. Das war echt eine super Idee von mir. Ah, schau mal hier rein. Oh Mann, ey, wirklich. Na. Moment mal, das können wir nochmal gerade versuchen. Aber an sich. Eher nicht, quasi. Oder ich war da schon. Und ich erinnere mich nur nicht. Oh. Man kann also nicht da hoch. Okay. Dann müssen wir halt da lang. Ist ja bescheuert, hä? Ach da, guck mal da. Blümchen. Nee, Zeugs. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja gut, aber egal. Dann gucken wir einfach mal nächste Folge, ne? Wir schauen nächste Folge mal, wo es uns hintreibt, weil durch die Mine sind ja jetzt durchgegangen und naja, wie es halt immer so ist, ne? Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar, darüber freue ich mich jedes Mal. Im Moment weiß ich nicht so genau, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Aber das kriegen wir nochmal nächstes Mal raus, ne? Gut. Dann würde ich sagen, tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal.